Bei einem Brand in einem Animationsstudio in der japanischen Stadt Kyoto sind mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Unter den mehr als 30 Verletzten ist auch der mutmaßliche Brandstifter. Laut Medienberichten habe der 41-Jährige Benzin in dem Gebäude vergossen und anschließend das Feuer gelegt. Dabei habe er gerufen, ihr werdet sterben. Zeugen sagten, sie hätten Explosionen im ersten Stock gehört und Rauch gesehen, teilte die Feuerwehr mit. Die Animationsproduktionsfirma Kyoto Animation ist bekannt für beliebte japanische TV-Zeichentrickserien, beschäftigt rund 160 Mitarbeiter und betreibt auch eine Animationsschule.